Ich möchte jetzt die Referentinnen und Referenten des nächsten Blocks direkt en bloc auch vorstellen. Ich hatte Ihnen ja angekündigt, wir haben zwei Konversionsprojekte. Als erstes werden wir ein Projekt aus Paderborn vorgestellt bekommen von Professorin Lydia Rinz. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Rinz. Ach, Sie stehen schon da bereit. Sie kennen sich ja hier im Raum Münster-Münsterland auch gut aus. Sie sind eine Zeit lang hier auch an der MSA unterwegs gewesen, sind seit kurzem Professorin im Fachgebiet Städtebau und Entwerfen an der TH in Lübeck und betreiben seit, ja, wie lange weiß ich nicht, aber seit einiger Zeit auch ein gemeinsames Planungsbüro Rinz und Quack in Berlin. Also eine ähnliche Konstruktion wie bei Herrn Professor Schulz-Granberg, Praxis und Akademie sozusagen verbunden. Das wird der erste Vortrag sein. Der zweite Vortrag wird sozusagen ein Doppelvortrag sein. Wir kriegen das QBI in Bocholt zunächst vorgestellt von Hanna Schubert, die jetzt tatsächlich aus Amsterdam heute angereist ist, aus dem Büro B&B Urbanism and Landscape Architecture. Werden zunächst das städtebauliche, die gesamte Konzeption vorgestellt bekommen, gehen dann aber sozusagen ein Stück weiter und Uwe Schramm wird uns aus Sicht der Wohnbau Westmünsterland zeigen, wie dort eben konkret jetzt Wohnraum gebaut wird und entsteht und wie vielleicht die Übergänge aussehen zwischen dem, zwischen der Planung zunächst und dann der Umsetzung wirklich in konkreten Wohnraum. Ja, ich würde Sie jetzt nach vorne bitten, Frau Rinz, und bin gespannt, was Sie uns aus Paderborn zeigen werden. Prima. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Mit einem Projekt, was jetzt eingedenk meines Vorgängers einen ziemlich harten Kontrast bildet, weil wir jetzt eigentlich über eine Großstadt sprechen, die sich hier ins Programm gemogelt hat und auch über Dichte und Urbanität. Also es wird ein Kontrast, Sie werden aber auch feststellen, es gibt thematische Überschneidungen und ich glaube auch im Prozess und ich glaube, das ist auch ein Grund mit der Einladung, ein Konversionsprozess, der ganz gut gealtert ist in vielen Punkten und relativ schnell vonstatten gegangen ist. Genau. Ich beschäftige mich auch, wie Joachim Schulz-Granberg, in der Lehre und es liegt auch bei Schleswig-Holstein sehr nah, viel mit ländlichem Raum und Klein- und Mittelstädten. Wir haben letztes Jahr an der TH Lübeck einen Bachelor Stadtplanung etabliert, der einen expliziten Schwerpunkt in Klein- und Mittelstädten hat. Das ist neu in Deutschland, das ist unglaublich wichtig, weil wir ja auch die Personen für die Ämter ausbilden und diese Rolle der Städte eigentlich eine völlig neue ist. Ich zeige aber heute ein Büroprojekt, deswegen kurz die obligatorische Bürovorstellung. Wir sind als ARQ Architekten Rinz und Quack seit 2013 zusammen unterwegs. Mein Partner Philipp Quack und ich, wir arbeiten tatsächlich viel in Nordrhein-Westfalen. Der letzte große Hochbau, den wir, oder überhaupt der große Hochbau, den wir fertiggestellt haben, ist die Feuer- und Hauptwache Gütersloh 2020. Und weil das erstens ein schönes Thema ist, zweitens absolut aktuell und drittens auch in dieser transformatorischen Zeit, das erleben wir ja alle, unglaublich interessant, beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mittlerweile mit Städtebau, Quartiersplanung und Quartiersentwicklung in verschiedenen Maßstäben von der Klein- bis zur Großstadt. Und ich zeige Ihnen eben heute auch ein Projekt aus einer Großstadt, die sich hier reingemogelt hat. Paderborn ist mit Bielefeld einwohnerinnenstärkste Region in Ostwestfalen-Lippe, also eigentlich erstmal ein anderer Kontext. Trotzdem sind die Themen der Dichte und Urbanität und Zentralität eigentlich so ein bisschen durch die Raumtypen auch gleich wichtig oder vielleicht ein bisschen vergleichbar oder austauschbar und man kann viel voneinander lernen. 152.000 EinwohnerInnen, Paderborn ist Universitätsstadt, Oberzentrum, großer EinpendlerInnenüberschuss, sehr lebendig, branchenstark, mittlerweile auch in der IT-Branche, also ein ganz wichtiges und immer noch wachsendes Zentrum. Und das ist entscheidend für die Geschichte, die Sie jetzt von mir hören, nämlich die Geschichte der Konversion. Ich breche das runter auf unser Projekt, keine Angst. Aber Paderborn ist in besonderem Maß von Konversionsprozessen betroffen,
weil es sich seit dem 19. Jahrhundert zu einem sehr wichtigen Standort entwickelt hat und seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges diese Standorte erstmal alle vom britischen Militär weiter betrieben worden sind und weiter genutzt. Es gibt dabei drei innerstädtische Standorte, das sind diese gelb markierten, die Sie unten sehen, die Paderborn, jetzt nach dem britischen Freizug in Nordrhein-Westfalen haben Sie das viel intensiver mitbekommen als in Berlin, wo eben der Wandel der Konversionsflächen eher stattgefunden hat. Diese Flächen der Stadt zur Verfügung stehen über die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die dann eben die Flächen nach Freizug Paderborn zum Kauf angeboten hat. Und von den fünf Standorten werden tatsächlich auch drei entwickelt in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtungen. Zwei Standorte werden tatsächlich weiter von den Briten auch militärisch genutzt. Das sind diese oberen beiden im Norden. Und die Stadt Paderborn stand und steht vor einem wirklich großen, herausfordernden Prozess, diese Konversionen zu gestalten. Die brauchen Wohnraum, die brauchen Gewerbeflächen, die brauchen eben auch zeitgemäßen Wohnraum, die brauchen auch Freiraum innerstädtisch. Und das ist eine Mammutaufgabe, diese Konversion zu organisieren. Beginnt eben 2014 mit der ersten Befahrung des Ellenbrook-Geländes. Und die Ellenbrook-Kaserne, die ich Ihnen heute zeige, das Ellenbrook-Quartier, jetzt mit neuem Namen, ist erstens sehr stadtintegriert und hat dann eine Vorbildfunktion in der öffentlichen Wahrnehmung, weil das ja jetzt der erste Prozess ist, den man als Stadt und mit verschiedenen PlanerInnen durchgeführt hat. Da haben natürlich alle geguckt, wie macht ihr das, was lernen wir auch für die zukünftigen Verfahren. Und nicht nur in der Hinsicht war Ellenbrook ganz prägend, sondern auch dadurch, da schließe ich mich jetzt dann hier dem LWL-Thema ein bisschen an, dass es eben denkmalgeschützten Bestand auf der Fläche gibt, der sehr schön ist, auch für eine bestimmte Zeit sehr prägend. Und den galt es eben auch in dem Konzept zu berücksichtigen. Und das Ellenbrook-Gelände, haben Sie eben gesehen, hat 18 Hektar. Das sind keine 18 Hektar, das ist die nördliche Hälfte. Und dieses Kasernengelände war eben ursprünglich nur halb so groß. 1898 wurde hier eine Infanteriekaserne eröffnet, damals noch vor den Toren der Stadt. Also Sie sehen deutlich den ländlichen Kontext, in dem sich das eigentlich mal befunden hat. Und mit sehr gut erhaltenen Gebäuden im Stil der norddeutschen Backsteingotik ausgestattet, ist es auch immer noch eine ganz wichtige Anlage preußischer Militärarchitektur. Das ist jetzt nicht das Thema, was wir so als allererstes fördern und uns angucken wollen, aber als bauhistorisches Zeugnis um diesen ehemaligen Exerzierplatz angeordnet, sehr schön. Und was Sie auch sehen, es gibt noch so historischen Baumbestand, der damals den Platz gerahmt hat und das tut er eben auch heute noch. Das Kasernengelände ist dann nach Süden erweitert worden, ich glaube auch schon vor der Zeit der britischen Besatzung. Und was Sie jetzt hier sehen, ist einmal die 18 Hektar Kasernenfläche in der Stadt. Auch den Zaun, weil das ist natürlich ein Phänomen, dass man eine innerstädtische Fläche hat, die für die Bevölkerung und die AnwohnerInnen komplett verschlossen ist. Da konnte über Jahrzehnte nie jemand drauf. Und Sie sehen, wie innerstädtisch das Gelände eingebunden ist. Sie sehen auch hier die freiräumlichen Verknüpfungen. Also die Paderborner Innenstadt ist jetzt östlich. Die Paderwiesen liegen hier oben, der Riemeke-Friedhof hier unten. Also eigentlich eine tolle Umgebung, sehr urban. Kleinteiliger geprägt im Süden. Hier sind so Einfamilienhäuser und kleinere Mehrfamilienhäuser. Und im Osten und Süden wird es dann so ein bisschen dichter. 50er Jahre, 60er Jahre Wohnzeilen schließen da an. Und im Osten auch ein größeres Gewerbegebiet. Das ist erstmal so der Rahmen dieser Kaserne, wie wir ihn da vorgefunden haben. Und eben die lustige Situation, dass man ein Grundstück beplant, das eigentlich erstmal hermetisch völlig abgeriegelt war. Die Auslobungen, und das war 2016, also ich nehme Sie wirklich mit in die Bürovergangenheit, das war der erste große Städtebau, den wir überhaupt gewonnen haben. Die Auslobung sah vor, ein innerstädtisches, urbanes Wohnquartier mit hochwertigen Freiraumbezügen unter besonderer Berücksichtigung des Exerzierplatzes auf diesem Areal zu entwickeln. Wie haben wir also diese Aufgabe verstanden und was macht in dem Kontext ein urbanes Quartier überhaupt innovativ oder robust? Ich fange an mit der Robustheit. Wir entwickeln die Bebauung auf dem Areal. Das sollten so ungefähr 700 Wohneinheiten sein oder ein bisschen mehr. Als konsequenten Bebauungsring aus der Struktur der historischen Kasernenbauten.
von Nord nach Süd. Und dieser Bebauungsring, hier ist jetzt das südliche Ende, entwickelt sich eben konsequent in der Körnung und in der Dichte aus der Bebauung der Umgebung. Wir Architektinnen zeigen Ihnen ja immer gerne Schwarzpläne, um was so ganz deutlich zu machen. Und hier sieht man eben ganz deutlich, wie sich die Dichte immer aus dem Kontext ableitet. Und was dann eigentlich entsteht, ist eine Inversion dessen, was es vorher war. Das war ein hermetisch abgeriegeltes Areal, was nichts mit dem Außen zu tun hatte. Wir öffnen das, lassen neue Nachbarschaften entstehen mit dem Bestand und schaffen aber eben eine freie Mitte, die sich jetzt einmal von Nord nach Süd in Fortsetzung dieses früheren Exerzierplatzes als ganz konsequentes Freiraumband nach unten entwickelt. Und mir ist eben zum ersten Mal aufgefallen, als Joachim Schulz-Granberg dieses Diagramm gezeigt hat mit dem Krapfen und dem Donut, mit dem wir immer illustrieren, das Beste gehört in die Mitte. Vielleicht ist das hier auch so, vielleicht ist das Beste der öffentliche Park. Das ist zu diskutieren, aber das ist unser Bild, diese qualitätvolle öffentliche Mitte, die wir dadurch erreichen, dass wir die Baumasse an den Rändern etwas kompakter und dichter ausgestalten, als das andere TeilnehmerInnen getan haben. Und es war auch tatsächlich Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb, diese Freiraumfigur wirklich nach unten weiterzuentwickeln. Da war ursprünglich nur eine Verbindung vorgesehen. Das haben wir eben ein bisschen ausgeweitet, diese grüne Parkachse. Und durch Vor- und Rücksprünge dieser unterschiedlichen Baufelder entstehen dann immer noch so Taschen und ein Freiraumkonzept, was eben kleinteiliger, situativer wird, immer noch mal so Ausbuchtungen hat und allen Gebäuden eigentlich einen guten Standort in dieser Reihe am Park gewährt. Und die Typologien wechseln dann so ein bisschen von Geschosswohnungsbau im Norden, wo es dichter ist, in den Süden, wo es eben kleinteiliger wird, teilweise Reihenhausgruppen hat, weniger als gefordert ursprünglich im Wettbewerb und Punkthäuser, die so ganz durchlässig zu dieser grünen Mitte sind. Im Wimmelbild, das machen wir immer gern in Wettbewerben, wird nochmal ganz deutlich, dass es eigentlich eine gute Verzahnung mit der Umgebung gibt. Auch eine erstmal moderate Geschossigkeit. Es ist immer da hoch, wo auch viel Freiraum drumherum ist. Und man erkennt so ein bisschen diese Verzahnung der unterschiedlichen Themen. Hier ist eben so ein 2 Hektar Gewerbebaufeld. Das ist eigentlich die westliche Erweiterungsfläche der Firma oder des Gewerbes, die daneben liegt. Und ich glaube, das sieht man jetzt im Detail nicht so gut, deswegen fasse ich es schnell zusammen. Man hat auf dem Gelände die Herausforderung und Chance eines 5,5 Meter Höhenabfalls von Nordwesten nach Südosten. Und die machen wir uns zunutze und legen diese Baufelder auf unterschiedliche Höhen, um eben Schwellen auszubilden zwischen privatem Raum, öffentlichem Raum. Mit privatem Raum meine ich dann diese grünen Wohnhöfe, die es gibt, wo sich die Typologien auch eng verzahnen. Und Hochparterre-Situationen zu den Straßen und zur öffentlichen Mitte liegen dann diese Baufelder am Park wirklich auf einem gemeinsamen Sockel, die sind so 1,5 Meter höher, dass man da eben auch erdgeschossig wohnen kann. Also hier sehen Sie einmal diesen kleinen Sprung. Sie sehen jetzt immer oben, das läuft so durch und ich kommentiere das nicht weiter. Dinge, die Sie ein bisschen mitnehmen können. Wir fassen das später nochmal zusammen, aber das ist so der leichte Lerneffekt. Nur diese 18 Hektar sind relativ komplex. Insofern bewege ich mich da auch verhältnismäßig schnell durch. Die grüne Mitte bietet jetzt den großen Vorteil in der Erschließung des Quartiers, die ja unglaublich wichtig ist, dass wir diese Mitte autofrei halten und die Gebäude in diesen 2 Reihen durch Bügelerschließungen anbieten. Also ziemlich leistungsfähig, bei den Altbauten genauso. Nur hier unterbrechen wir diese Bügelerschließung einmal mit einer Kommunaltrasse, damit eben diese wichtige Radwegeverbindung im Park wirklich als schneller Radweg gut funktioniert und nicht durch Autoverkehr gestört ist. Es gibt dann hier so kleine AnwohnerInnengassen, die als Shared Space funktionieren. Das war damals noch relativ innovativ tatsächlich, mittlerweile nicht mehr so. Und was Sie auch sehen, sind die großen P's. Und ich muss gestehen, dass das Projekt jetzt in den 6 Jahren schlecht gealtert ist in Bezug aufs Mobilitätskonzept. Die einzelnen Baufelder haben jeweils Tiefgaragen, in denen die BewohnerInnen parken. Es gibt dann hier eine größere Hochgarage, zweigeschossig integriert für die Altbauten und kleine oberirdische Stellplätze für die wenigen Reihenhausgruppen. Das würde man heute so überhaupt nicht mehr planen und bauen. Also da muss ich völlig offen sein. Mittlerweile machen wir keinen Wettbewerb mehr, in dem es nicht oberirdische Quartiersgaragen gibt.
Aber das ist auch ein bisschen Nachweis dafür, wie eigentlich die Zeit sich schnell verändert. Das merken wir auch in der Lehre. Und es war eben damals gang und gäbe und überhaupt keine Frage, dass man sich diesen Platz für die Quartiersgarage auf dem Areal nicht unbedingt nimmt. Was sich stark geändert hat im Vergleich zur Wettbewerbsauslobung, die eine Kita vorsah, ich tanze hier in der falschen Richtung, die eine Kita vorsah und eben dieses 2 Hektar Gewerbeareal und ansonsten Wohnnutzung, ist tatsächlich die Durchmischung der Nutzung im Quartier. Die war in der Auslobung nicht vorgesehen, die hat die Stadt damals nicht vorgesehen. Und eigentlich bietet diese städtebauliche Setzung sehr, sehr viele Möglichkeiten und Oberflächen durch diese Parkoberfläche und diese Straßenfassaden, wirklich viele aktivierende Nutzung auch einzubringen. Und wir wollen ja auf dieser grünen Mitte auch wirklich Publikumsverkehr haben, BewohnerInnenverkehr. Und die Stadt hat an dieser Stelle das Konzept stark überdacht, weil eben ein urbanes Quartier gemischt genutzt funktioniert und nicht als monofunktionales Wohnquartier. Darüber sind wir sehr froh. Es gibt einen kleinen Quartierstreff, eine Gastronomie hier an dem hinteren Quartiersplatz. Dann immer straßenbegleitend die Möglichkeit, noch weitere gewerbliche Nutzung auch unterzubringen zur Aktivierung der Räume. Und hier oben um den Exerzierplatz ein richtiges Zentrum, stark belebt mit einem Kreativquartier, was die Stadt für selbstständige FreiberuflerInnen, lokale Start-ups entwickelt und einem urbanen Block, der dann auch baurechtlich als urbanes Gebiet ausgewiesen wird und Wohnen und Urbanität mischt. Und die Aktivierung der Erdgeschosszonen ist ein ganz relevanter Punkt in dem Quartier. Es gibt eben die Möglichkeiten, über diese Höhenversprünge verschiedene Situationen auszubilden, wie eigentlich Straßenraum und privater Raum zusammenkommen und diese Schnittstellen, die eben öffentliche, halböffentliche und private Flächen trennen, darf man einfach immer, also muss man immer auf einer sehr gegenständlichen, hochbaulichen Ebene auch betrachten. Die sind furchtbar wichtig für Kontakt oder Abstand. So ist es dann zum Beispiel auch so, dass dieser Sockel am Park mit einem hohen Publikumsverkehr einfach auch einen größeren Abstand braucht und das Wohnen dann möglich und angenehm wird. Ich habe ja eben schon einmal die Pläne gezeigt. Das urbane Quartier bietet eben auch vielfältige Wohnformen an. Ich habe auch schon vorgestellt, dass die innerhalb des Bebauungsrings eigentlich nach ihrer Dichte und Körnung verteilt sind und auch eine soziale Mischung darstellen. Es gibt eben so dieses geometrische Geflecht aus Winkeln und Punkten und Reihen und alles ergänzt sich um diese halböffentlichen Wohnhöfe. Und es gibt ein großes Novum in Paderborn, das erstmals jetzt 2016 mit diesem Projekt angegangen wurde, nämlich 30% öffentlich geförderten Wohnungsbau. Das ist ein irrer Wert für eine schwer konservative Stadt, die sich im gleichen Zuge auch noch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft gegründet hat, um diese geförderten Wohneinheiten auf dieser Fläche umsetzen zu können. Das ist ein total positiver Schritt und damit entwickelt die Stadt von diesen rund 850 Wohneinheiten im Ellenbruck-Quartier ein Drittel praktisch selbst über diese städtische Gesellschaft und geht da auch gestalterisch mit gutem Beispiel voran. Wir haben tatsächlich im Wettbewerb schon Grundrissstudien gemacht. Das muss man ja eigentlich immer machen, noch einmal nachweisen, wie die Typologien auch funktionieren. Dann später auch entsprechend überarbeitet und angepasst. Und man sieht noch mal ganz gut, wie eigentlich alles so an dieser grünen Mitte funktioniert und lebt. Diese kleinteiligen AnwohnerInnen-Gassen und so ganz verschiedene Situationen der Durchwegung und Vernetzung. Ich habe, glaube ich, eben beim Mobilitätskonzept so ein bisschen vergessen zu sagen, dass diese grüne Mitte jetzt komplett FußgängerInnen und RadfahrerInnenraum ist und damit eben auch das Wohnen am Park eigentlich stark profitiert. Die gewerblichen und öffentlichen Bausteine werden entsprechend auch alle an diesem Park angesiedelt und sorgen da eben für Öffentlichkeit, Durchwegung. Das sind rund 40.000 Quadratmeter BGF für gewerbliche Flächen, ohne diese kleineren Flächen überhaupt mitzurechnen. Und ganz wichtiger Baustein im Rahmen der doppelten Innenentwicklung. Ich hoffe, Sie kennen das alle als Schlagwort. Wir entwickeln in der Nachverdichtung nicht nur das Bauliche, sondern denken das Grüne und den Freiraum immer mit. Das ist eine konzeptionelle Einheit. Und in diesem Sinne ist auch der Park gedacht, der jetzt auf 5,2 Hektar in dieser Quartiersmitte liegt,
und unterschiedliche Hauptbereiche ausbildet. Zum einen eben diesen großen Exerzierplatz, umstanden auch noch vom alten Baumbestand und dann eben den denkmalgeschützten Altbauten im nordöstlichen Bereich, also Norden ist immer links, mit großer Rasenfläche, Sportanlagen wirklich für freies Spiel und Sport und dann einer ziemlich kleinteilig gegliederten Achse mit Quartiersplätzen, Nachbarschaftsgärten, mittlerweile auch, das war zwischendurch mal gar nicht mehr in der Planung drin, Retentionsflächen, die eben das Prinzip der Schwammstadt, also der möglichen Oberflächenentwässerung auch zu Spitzenbelastungszeiten aufnehmen können und zum Gestaltungselement werden und Obstbäume, kleine Strukturen, auch als Habitat für Tiere, weil das ist ein ganz anderer wichtiger Punkt. Wir sind immer gar nicht alleine in der Stadt. Da gibt es noch ganz viele BewohnerInnen, die uns auch Gutes tun, die eben in dieser Mitte konzentriert. Der Park ist jetzt in der Ausführungsplanung, dankbarerweise vom Büro, wie auch der Entwurf, Schoppe und Partner Freiraumplanung aus Hamburg, mit denen wir auch den Wettbewerbs- und Überarbeitungsprozess zusammen gestaltet und bearbeitet haben. Genau. Kurze Ergänzung zum Energiekonzept. Das mache ich jetzt ganz schnell, aber es ist sehr interessant und hier bietet der Park einen großen Vorteil. Es gibt im Ellenbrook-Quartier ein Nahwärmenetz und dieses Nahwärmenetz wird gespeist mit Wärmepunkten und Erdkollektoren. Und die nicht versiegelten Bereiche in diesem Park, die bieten eben den Vorteil, dass man diese Erdkollektoren dort großflächig einbringen kann. Tatsächlich in Deutschland gerade die größte Anlage, die in der Form realisiert wird. Die Altbauten brauchen noch ein kleines Blockheizkraftwerk. Das ist da einfach mit den Niedrigtemperaturen sonst nicht zu machen. Und dann gibt es natürlich dezentral, das kennen Sie auch aus Ihren Kommunen, Photovoltaik in Kombination mit Gründächern relativ flächendeckend ergänzend noch zur Stromversorgung. Also auch da ist das Quartier innovativ und wächst. Und ich würde mir jetzt gerne noch einen kleinen Moment nehmen und einmal auf die Prozessgestaltung gucken, weil wir die Stadt nach dem Wettbewerbsgewinn 2016 über mehrere Jahre weiter begleitet haben mit verschiedenen Folgeuntersuchungen, Stellplatzkonzepte, Feuerwehrflächen, Abstimmung mit dem Denkmalschutz, Untersuchung zur Aktivierung der Erdgeschosszonen, Muster, Grundrisse, was man dann so macht und irgendwie leisten kann und auch mit der Erarbeitung eines Gestaltungshandbuches. Die Überarbeitung des Rahmenplans hat eigentlich nur geringfügige Änderungen zur Folge gehabt aus dem Wettbewerb heraus. Das waren kleine Geschossanpassungen. Im südlichen Bereich hat sich hier auch ein Winkel nochmal gedreht, aber im Prinzip ist die Struktur so geblieben. Wir haben nur den Rahmenplan schon genutzt, um intensiv den B-Plan vorzubereiten. Also im Rahmenplan in unserem Interesse bestimmte Höhenlagen zum Beispiel festzuschreiben, damit die in den B-Plan einfach überführt werden können. Und hier praktisch damit eine Übersetzungshilfe geschaffen und sehr viel Abstimmung in diese Rahmenplanphase gelegt. Das hat nachher den Prozess der B-Planaufstellung für die Stadt relativ schlank gestalten können. Und ein wichtiger Punkt war auch während dieser Rahmenplanüberarbeitungsphase, als es dann auch zur Offenlage des B-Plans kam, wirklich transparent und anschaulich zu kommunizieren, was wir da gerade tun und warum. Weil es eben seitens der AnwohnerInnen auf der anderen Straßenseite zum Beispiel immer große Sorge gab, wie hoch drei Geschosse sind oder ob man wirklich irgendwo am Park mal fünf Geschosse bauen kann. Und das ist eigentlich immer ganz wichtig, so Übersetzungsformen zu finden, die PlanerInnen ruhig auch einzubeziehen. Anmerkung kritisch, der Park ist hier noch nicht Freiraum gestaltet. Das ist also eine Hülse und geht eben um Bebauungshöhen, um wirklich auch Planung intensiv zu vermitteln. Der B-Plan folgt dann sehr streng dem Rahmenplan. Sie sehen das mit den Baugrenzen und Baulinien. Man hat eigentlich keine große Chance oder Freiheit, da viel anders zu machen, als wir das intendiert haben. Darüber sind wir offen gestanden dankbar und finden es auch ganz konsequent. Und es gibt dann natürlich, also weil eben die Logik dieses Bebauungsringes und diese Festigkeit der Struktur im Gegensatz zur Freiraumfläche uns da schon auch wirklich wichtig war, ebenso wie der Stadt, ist dieser Spielraum relativ eng. Es gibt in anderen Feldern dann wieder größeren Spielraum und über den B-Plan hinausgehend natürlich aber auch Dinge, die man festschreiben möchte. Und wie viele andere Kommunen tut Paderborn das auch mit einem Gestaltungshandbuch, was über andere Themen angereichert als Bausteine zum Quartiershandbuch wird. Warum ist ein Quartiershandbuch wichtig? Planungsprozesse sind ja lang, das kennen Sie alle selber. Unter Umständen sind es 10 Jahre. Die ins Land gehen, wie so ein Projekt läuft und wächst. Und man braucht für diesen langen Zeitraum
Leitbilder, Nachvollziehbarkeit und Verbindlichkeiten und eine gewisse Verlässlichkeit, was man da überhaupt tun soll. Und diese Quartiershandbücher wurden eben von unterschiedlichen FachplanerInnen, ExpertInnen zusammen mit der Stadt entwickelt. Wir haben das Gestaltungshandbuch entwickelt und waren auch da relativ streng. Und das ist eine Besonderheit bei diesem Gestaltungshandbuch. Das sind keine Leitlinien und Empfehlungen, die man nicht befolgen muss. Die werden über die Art der Vergabekonzepte im Bereich der Festlegung tatsächlich rechtlich abgesichert. Das ist nicht üblich. Gestaltungshandbücher sind häufig Leitfäden mit schönen Beispielen. Die geben wir auch. Wir geben Empfehlungen. Wir zeigen Referenzen und wie wir uns Atmosphären vorstellen oder wie sich die Stadt Atmosphären vorstellt. Und wir schlüsseln auch sehr genau auf, wie welcher Bereich funktionieren kann. Gestalterisch, atmosphärisch, funktional. Welche Möglichkeiten hat man? Wie ist das gedacht? Wo ist eine Kante wichtig? Wo ist eine Kante nicht so wichtig? Und das ist tatsächlich ja, nicht so häufig, über das Gestaltungshandbuch wirklich vorzugeben, nach außen macht ihr keine Balkone, nach außen habt ihr eine harte Kante. Und die Festlegung, damit das eben nicht überdimensioniert ist, richten sich überwiegend aufs Gesamtensemble, den Kontakt zum öffentlichen Raum und die Schnittstellen. Das greift also nicht in private Gestaltungsvorlieben ein, sondern hält dieses Gesamtensemble gestalterisch zusammen und regelt dann eben für Baukörper, Dächer, Fassaden, Farbspektrum einige Dinge im recht breiten Spektrum vorab. Und ich hatte das eben gesagt, Freiraum und Gebäude als Einheit denken, regelt das ebenso für den Freiraum. Also auch in Bezug auf die Freiräume, Grünräume auf privaten Baufeldern gibt es Festlegungen, die dann aber eben auch ein breites Lösungsspektrum ermöglichen. Und es gibt natürlich eine Öffnungsklausel nach Luigi Snozzi, die ArchitektInnen kennen Sie alle, wenn das Projekt besser ist als die Regel. Also es gibt Projekte, die sind gegen die Regel, aber eben besser. Das heißt, wenn eine gestalterische Lösung gleichwertig oder besser funktionieren wird, entscheidet das Gremium, das in den Vergabeverfahren diese Arbeiten bewertet, dann entsprechend über die Zulässigkeit. Und die Vergabeverfahren sind auch schön in Paderborn. Das sind nämlich Konzeptvergaben. Sie kennen das als Schlagwort. Das ist das, was wir uns eigentlich als PlanerInnen wünschen, einen Wettbewerb durchzuführen, der ein gestalterischer ist und der ein qualitativer ist und der kein Wettbewerb nach einem Maximalgebot ist. Das heißt, wir haben unterschiedliche Teilquartiere, die in den Größen auch berücksichtigen, dass unterschiedliche Investoren zum Zuge kommen können und interessiert sind. Und die werden eben über Wettbewerbe vergeben. Das heißt, jedem Investorenauswahlverfahren geht dieser städtebauliche Wettbewerb voraus. Investoren und PlanerInnen bewerben sich im Team. Wo sind wir da zeitlich? Heute tatsächlich ist es Preisgericht fürs letzte Vergabeverfahren. Also die haben das ziemlich schlank durchgezogen und unterschiedliche Einheiten als Vermarktungsgrundstücke gebildet. Also das ist nicht selbstkritisch in dem Fall, dafür kann ich nichts. Ärgerlich ist ein wenig, dass ein sehr kleines Baufeld mit 2 Punkthäusern nur für Baugruppen zur Verfügung steht. Das ist weniger als vorgesehen, weil Baugruppen auch häufig eben Innovationstreiber sein können. Und dieses Vergabekonzept legt diese Quartiershandbücher in allen Punkten zur Grundlage und läuft dann eben so ab, dass eigentlich dieses Bewertungsgremium an mehreren Stellen auch auf die Arbeiten drauf guckt. Teilweise werden die Grundstücke dann auch über Anhandgabe vergeben. Das ist bei kleineren der Fall. Und unterschiedliche Prozesse der Konzeptvergabe werden auf diesem Gesamtareal realisiert. Die Stadt hat das dann so gesteuert, dass die Vergaben nach einem System gelaufen sind zeitlich, dass man angefangen hat mit den städtischen Grundstücken der WGP, also der Wohnungsgesellschaft Paderborn, um eigentlich so ein bisschen eine Marke zu setzen in den Wettbewerbsverfahren und zu sagen, das sind die Standards, die wir uns da vorstellen. Wir organisieren Wettbewerbsverfahren, Investoren, Investierende, geht da bitte alle mit. Was Sie jetzt hier auch sehen, also 4 Büros kommen jetzt zum Zuge auf diesen Baufeldern, sind schon ein bisschen die Themen aus dem Gestaltungshandbuch, diese gewisse gestalterische Härte, aber auch eine Vielfalt an Themen, Öffnungsbildern, Loggien, wie sich diese Stadträume dann entwickeln können.
Und was mich sehr freut, das sind jetzt einmal Visualisierungen der Baufelder an der Parkachse. Für die Kita ist der Bauantrag genehmigt mittlerweile, ist, dass dieses Baufeld 9, eigentlich so das prominenteste im ganzen Quartier, tatsächlich für SeniorInnen entwickelt wird, mit Tagespflege, mit betreutem Wohnen, und dass wirklich dieser prominente Ort im Quartier auch nochmal eine Würdigung bekommt als inklusives Projekt, finde ich eigentlich sehr, sehr schön oder freut uns sehr. Und die äußeren Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. Wir gucken jetzt einmal von Nord nach Süd aufs Areal, Stand Februar 2022. Sie sehen auch schon die Straßen, die hier angelegt sind. Jetzt geht es mit der Entwicklung der Baufelder los. Und Sie wissen, wir haben gerade schwierige Zeiten in der Bauwirtschaft, sind gespannt, wie das weitergeht. Hoffentlich ist es so, dass in 4 bis 5 Jahren eigentlich alle auf dem Areal auch gebaut haben. Genau. Was nehmen Sie jetzt mit? Was gebe ich Ihnen mit? Was nehmen wir als PlanerInnen auch aus dem Projekt mit? Wir brauchen robuste Strukturen und wir brauchen noch dringender Innovationen in der Stadt, auf dem Land, in Klein- und Mittelstädten, in der städtebaulichen und hochbaulichen Ausgestaltung, aber, und das finde ich an diesem Projekt sehr relevant, auch in der Ausgestaltung der planerischen Prozesse. Das wird uns nur im Schulterschluss gelingen, PlanerInnen, Investierende und Kommunen, die das gemeinsam gestalten und auch diese Prozesse teilweise neu denken. Und gerade deswegen freue ich mich auch sehr auf den heutigen weiteren Tag und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auch, falls Sie noch Rückfragen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Rinz. Ja, alle haben es gemerkt, es hat sich ein städtisches Projekt eingeschlichen den heutigen Tag. Wir werden vom Großen auch weiter ins Kleine gehen. Ein tolles Projekt. Ich bin sehr froh, dass Sie uns so ausführlich die Prozesse und die Verfahren geschildert haben. Und wir werden mal sehen, wie viel von dem, sozusagen, was jetzt hier im städtischen Raum passiert, auch übertragbar ist auf ähnlich anstehende, vielleicht in kleinerem Maßstab, in kleinerem Umfang, ähnlich anstehende Prozesse im ländlichen Raum. Und ich denke, Fragen, wenn wir die Zeit haben, werden wir am Ende des Blockes dann gemeinsam zulassen.